Gut, also was ich gerne mit Ihnen besprechen will, was macht man bei einem älteren Patienten, der nicht mehr für eine Transplantation geeignet ist? Was macht man bei einem jüngeren, transplantationsgeeigneten Patienten? Was kann man machen, um die Ergebnisse zu verbessern? Dann werde ich jetzt ein bisschen aufgreifen, was der Herr Kortum gerade gezeigt hat, nämlich neue zielgerichtete Therapien und zum Schluss nochmal auf die Immuntherapie zu sprechen kommen. Jetzt zunächst mal beim älteren Patienten. Es hat mich vorher schon mal jemand gefragt, muss man sich denn transplantieren lassen? Es gibt so viele neue Medikamente und ich will ganz klar sagen, wenn es möglich ist, würde ich das nach wie vor jedem Patienten empfehlen, weil die Stammzelltransplantation einfach die beste Remission bringt. Und wir haben selber Patienten, die jetzt 15 oder 20 Jahre schon krankheitsfrei sind. Und es sind wirklich nur Patienten, die sich Stammzelltransplantieren haben lassen. Also das ist, glaube ich, was ganz wichtig ist. Wenn es möglich ist, eine Transplantation, dann sollte man auch eine Transplantation machen. Wenn man jetzt aber keine Transplantation machen kann, was gibt es dann an Möglichkeiten? Da gab es bisher die Möglichkeit, dass man mit Velcade oder Kombination zusammen mit Elephalan-Prednisolon oder mit Replimid-Dexamethason behandelt. Also eine Tablettentherapie oder eine Infusionstherapie. Es war lange Zeit der Standard. Und dann haben sich aber neue Entwicklungen abgezeichnet, von denen Sie einfach wissen sollten. Das eine ist, dass man jetzt auch Velcade und Revlimid zusammengibt, das sogenannte VRD-Protokoll. Und Sie sehen, dass es im Vergleich zu dem Revlimid-Dexamethason besser ist. Es ist nicht dramatisch besser, aber es ist deutlich besser. Und da haben wir in Deutschland inzwischen auch die Zulassung. Das andere, was jetzt kommen wird und was zunehmend jetzt zugelassen wird, ist, dass man solche Antikörper einsetzt. Da haben Sie wahrscheinlich vorher schon mal gehört von dem Daratumumab oder Inotuzumab, die Antikörper, die gegen Zielstrukturen auf der Oberfläche des Myeloms wirksam sind. Und die kann man jetzt kombinieren, entweder hier zum Beispiel mit dem VMP oder hier mit dem Replimid-Dexamethason. Also einfach wichtig ist, wenn man jetzt neu diagnostiziert wird mit dem Myelom und man hat keine Transplantationsmöglichkeit, dann sollte man sicher nachfragen, gibt es nicht irgendwo eine Antikörperkombination, weil es einfach besser ist. Und was man heute, hier sehen Sie, wie das besser ist, das ist ein Patient, der zusätzlichen Antikörper bekommen, das ist ohne Antikörper, hier das Gleiche, Sie sehen, die Zuordnung von Antikörper bringt einfach eine deutliche Verbesserung. Es ist auch im Rückfall, dass man immer mehr jetzt mit den monoklonalen Antikörpern Daratumumab, Elotuzumab arbeitet. Und was kann man damit erreichen? Man geht davon aus, dass man inzwischen auch ohne eine Transplantation mit solchen neuen Strategien einen Patienten mindestens 3 bis 4 Jahre krankheitsfrei bekommt. Und wenn es dann wiederkommt, dann hat man wieder einmal eine neue Methode, nochmal 2 Jahre Verlängerung. Krankheitsfreie Zeit. Beim jüngeren transplantationsgeeigneten Patienten sollte man transplantieren. Warum soll man transplantieren? Das haben die Spanier eigentlich zum ersten Mal ausgewählt. Man sieht, wenn ein Patient sehr gut auf eine Transplantation anspricht, dann gibt es auch eine Reihe von Patienten, die langfristig krankheitsfrei sind. Wir sehen, da gab es Patienten ungefähr 20-25% derjenigen, die eine komplette Remission erreicht haben, waren nach 20 Jahren immer noch krankheitsfrei. Ich habe vor kurzem bei Patientenklagen einen Patienten getroffen, den wir vor 23 Jahren transplantiert haben, und der ist immer noch krankheitsfrei. Also man kann hier, wenn man, und deshalb, das hat auch der Kortum immer wieder und auch der Asche gezeigt, es ist ganz wichtig, möglichst gute Remissionen zu erreichen, wenn man dann langfristig krankheitsfrei sein kann. Es gibt auch Patienten, wo das nicht gelingt, da reicht es aber manchmal auch, wenn die eine Tumormasse noch übrig sind, auch dann, das sehen Sie hier, gibt es auch da Patienten, die langfristig krankheitsfrei sind. Aber es ist immer wichtig, so gut wie möglich das Ansprechen zu erreichen. Und wie kann man das jetzt verbessern? Das waren gerade Daten, die sind ohne die neuen Substanzen. Mit jeder der neuen Substanzen sieht man, wird die Kurve immer besser. Das heißt, man geht davon aus, dass man immer mehr Patienten heilen kann. Und es gab jetzt eine italienische Studie, die hat zum Beispiel mit neuen Substanzen vor und nach Transplantation jetzt ein 10-Jahres-Überleben
von über 50% erreicht. Also das heißt, man wird im Augenblick immer, immer besser. Und wie kann man besser werden? Das sieht man hier so ein bisschen. Das sind die Kombinationen, die man einsetzt. Hier hat man noch Velcade und Dexamethason eingesetzt. Hier hat man sogar Velcade Replimid Dexamethason. Oder die ganz neuen Kombinationen sind auch die neuen Proteasom-Inhibitoren, zum Beispiel Carfilzomib, Petrolis mit Replimid und Dexamethason. Ihr seht, da werden die Ansprechraten immer besser. Und inzwischen geht man sogar so weit, dass man zusätzlich noch Antikörper einsetzt, also vier Substanzen bereits vor der Transplantation einsetzt. Und das machen wir zum Beispiel in unserer aktuellen Studie, wo wir das Carfilzomib und Revlimid Dexamethason einsetzen und zusätzlich noch einen Antikörper prüfen. Alles mit dem Ziel, möglichst viele Patienten in Remission zu bringen. Hier ist zum Beispiel das Ziel, dass wir im Durchschnitt die Patienten 10 Jahre lang krankheitsfrei. Wenn es zwar zum Rückfall kommt, dann wird es sehr kompliziert. Das sehen Sie, da gibt es dann verschiedene Kombinationen, die man dann einsetzen kann. Wiederum ist in der Antikörper häufig mit dabei, in der zweiten Rezidiv ist häufig das Bromalidomid mit dabei, Elotuzumab ist mit dabei. Also da kombiniert man dann viele neue Substanzen. Aber das ist im Augenblick auch sehr im Umbruch, weil Sie haben gesehen, es gibt viele, viele neue Möglichkeiten. Was kann man erreichen derzeit? Und das muss man immer wieder sagen, was wir jetzt erreichen, war ja mit Therapien, die wir vor 10 Jahren zur Verfügung gehabt haben. Für Patienten, die nicht für eine Transplantation geeignet sind, gehen wir davon aus, dass man inzwischen ein durchschnittliches Überleben mit einem Myelom von 7 Jahren hat. Für transplantationsgeeignete Patienten 12 Jahre. Und das hat also unseren französischen Kollegen dazu geführt, dass er gesagt hat, heutzutage ist es besser, ein Myelom zu haben, als ein Diabetes. Fand ich eine interessante Äußerung. Also Sie sehen, wo das Ganze hin. Und hier mal ein Beispiel. Ich habe gesagt, das sind die Therapien, die wir vor 10 Jahren verfügbar hatten. Was hatten wir vor 10 Jahren? Da haben wir das Talidomid, da haben wir das Lenalidomid und wir hatten damals das Pomalidomid noch nicht. Und jetzt mal einfach zu demonstrieren, was ein neues Medikament erreichen kann. Also damals kam das Pomalidomid auf. Das Pomalidomid war wirksam, das war also die Statistik, 11% Wirksamkeit oder 26% Wirksamkeit. Auch Patienten, die auf Velcade und Lenalidomid nicht mehr ansprechen, haben einen Ansprechen auf Pomalidomid. Das ist so als Zahl mal ganz interessant. Aber es ist immer dann wichtig, wenn man es auf den einzelnen Patienten unterbricht. Wir haben dann tatsächlich die Patientin, die als erste in Deutschland mit dem Pomalidomid behandelt worden ist, die hat dann damals, Sie sehen, viele, viele Therapien gehabt, auch Hochdosistherapie, dann hat sie Bendamustin gekriegt, hat sie jemals experimentelle Therapie gehabt, dann hat man damals Velcade, Revlimid, Cyclophosphamid und Dexamethason kombiniert, dann hier nochmal andere Kombinationen. Und dann hier war sie wieder vorgelegt und damals hat man gesagt, die Patientin ist austherapiert. Das war im August 2010. Und dann kam das Pomalidomid und mit dem Pomalidomid hat sie 4 Jahre noch zusätzlich mit einer guten Krankheitskontrolle überlebt. Das heißt, mit einem Medikament haben wir hier nochmal 4 wirklich sehr, sehr gute Jahre schenken. Und das ist so das Ziel, was wir beim Myelom hatten. Wir wollen einen Teil, kann man inzwischen heilen, da sind wir dabei, das immer besser zu, immer größer zu machen. Aber wir haben mit neuen Medikamenten einfach die Möglichkeit, auch bei den Patienten, wo dann sozusagen fast nichts mehr geht, nochmal was zu bewirken. Und jetzt gibt es zum Beispiel, das passt jetzt sehr gut, jetzt gibt es nämlich die Nachfolgesubstanz von dem Pomalidomid schon. Und diese Substanz, die heißt Ibertomid. Und wenn wir jetzt die neuesten Zahlen anschauen, dann sieht man, dass das noch wirksamer ist als das Pomalidomid. Und hier sind zum Beispiel jetzt Patienten behandelt, die mit Daratumumab und Pomalidomid nicht mehr ansprechen und die zu 29% oder 35% auf die neue Substanz ansprechen. Also wir gehen davon aus, das, was wir jetzt bei der einen Patientin mit dem Pomalidomid gesehen haben, aber jetzt möglicherweise in der Zukunft mit dem Ibertomid. Also jede neue Substanz ist im Grunde genommen wieder eine Chance für eine längere Krankheitskontrolle. Und das waren die Substanzen, die wir vor 10 Jahren sozusagen neu verfügbar hatten.
Kaffee zurück, dann kam das Lisa zurück so langsam auf, dann kam die Hitzschneckeninhibitoren. Das war vor 10 Jahren, das sind wir also hier und Sie sehen, was sich in der Zwischenzeit getan hat. Eine Fülle von neuen Möglichkeiten, die sich wieder aufgetan hat. Und entsprechend muss man klar sagen, gibt es viele, viele Optionen. Wir gehen davon aus, dass wir eben bis hierher hatten wir 10 Jahre und jetzt kommt diese ganzen neuen Sachen. Also wir gehen davon aus, dass damit die Prognose des Myelom-Patienten nochmal dramatisch weiter verbessert. Jetzt wollte ich Ihnen mal zeigen, was das jetzt alles ist. Der Ortwim hat uns schon mal ein bisschen was dazu erzählt. Knochenmarkfunktion wollte ich Ihnen jetzt nicht nochmal darstellen. Was man hier sieht, das sind auch Daten von Herrn Ortwim, wo man eben sieht, dass je mehr ein Patient vorbehandelt ist, umso mehr zeigt der Tumor Veränderung, genetische Veränderung und leider auch Resistenzen. Und er hat damals einen Patienten auch gezeigt, dass sieht man ganz viele genetische Veränderungen. Und das erklärt, warum der Patient letztendlich auf alles, nämlich auf Bortezomib, Lenalidomid, Cortison, nicht mehr angesprochen hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Chance, mit den vielen genetischen Veränderungen, die zum einen die Resistenz der neuronormalen Therapien bewirken, gibt es jetzt wieder die Möglichkeiten, das hat er vorher auch schon mal gezeigt, die Möglichkeit neuer Therapien. Und zum Beispiel bei dem Patienten hat man eins gefunden, eine sogenannte L14-Translokation oder eine Mutation V600E. Das hat man wiederum über die Knochenmarkfunktion gefunden und damit gibt es für den Patienten 2 ganz neue Therapieoptionen. Und insgesamt ist es so, dass man davon ausgeht, dass mit der neuen Erkenntnis von genetischen Veränderungen mittelfristig 70% der Patienten mit Myelom gezielt behandelt werden können. Wie kann das aussehen? Jetzt wiederum auf den Patienten zurück. Herr Kortwim hat ja auch einen Fall gezeigt. Wenn dieses BRAF mutiert ist, dann gibt es eben mit dem Vemurafenib oder anderen Substanzen die Möglichkeit, diesen Tumor ganz spezifisch zu behandeln. Das ist eine Tablettentherapie. Und die zweite Möglichkeit bei dem Patienten war, diese L14-Translokation. Also praktisch genetischen Austausch zwischen Chromosom 11 und 14. Und Sie sehen, wenn ein Myelom diese Veränderung hat, dann hat er eine extrem hohe Chance, auf diese Substanz Venetoclax, Sie müssen sich merken, anzusprechen. Wenn diese genetische Veränderung nicht vorliegt, dann hat er eine geringe Chance anzusprechen. Also von daher ist es manchmal so, dass man das erst nach einer gewissen Zeit beim Patienten auch nachweisen kann. Ein weiteres Argument, immer wieder mal das Knochenmark zur Untersuchung nach dieser speziellen genetischen Veränderung zu verhandeln. Und das war der Patient, den wir zum, ja, einer der ersten, den wir mit Venetoclax behandelt haben. Das sehen Sie mal, was der hat also zunächst mal Welke, Cyclophosphamid und Dexamethason bekommen, nicht angesprochen. Dann hat er Revlimidoxorubicin, Dexamethason und Welke und wieder nicht angesprochen. Dann hat er Daratumumab mit Dexamethason kaum angesprochen, Stammzelltransplantation nicht angesprochen. Und dann haben wir ihn auf diese neue Substanz Venetoclax gesetzt mit Carfilzomib und Dexamethason und der Patient kam mit kompletter Remission. Also da lohnt sich das wirklich, immer mal wieder genau nachzuschauen, wie sieht der Tumor aus und dann viel zu behandeln. Das andere haben Sie auch schon gehört, die Ära der neuen Immuntherapie. Und da einfach nochmal der Background, warum ist man überhaupt auf die Idee gekommen, Immuntherapie zu machen beim Tumor? Ich meine, jeder und alle, die hier sitzen oder Myelom haben, die wissen, mit den meisten Infektionen kommt man eigentlich ganz gut klar. Manche Patienten erzählen mir sogar eigentlich, wenn es so die Grippesaison ist, kommen sie eigentlich besser durch den Winter als manche ihrer sogenannten gesunden Verwandten. Also irgendwo funktioniert das Immunsystem beim Tumorpatienten. Aber der Tumor wächst. Das heißt also, irgendwo hat man zwar Immunzellen, die erkennen den Tumor, aber nicht ausreichend. Und das ist die Idee, wie kann ich den Tumor sozusagen, oder wie kann ich das Immunsystem so programmieren, dass es tatsächlich den Tumor angreift und ausschaltet. Und eine der Ideen, das hat der Bum wahrscheinlich auch schon mal kurz dargestellt, sind die sogenannten bispezifischen Antikörper, sehr kleine Moleküle, die letztendlich an die Oberfläche einer Immunzelle binden. Hier bindet er an die Immunzelle
Und mit seiner anderen Bindungsstelle bindet er zum Beispiel an den Tumor, zum Beispiel auch ans Myelom. Und mit diesem kleinen Molekül wird praktisch eine Immunzelle, die zum Beispiel gegen das Grippevirus gerichtet ist, einfach umdirigiert und greift jetzt die Tumorzelle an und zerstört die Tumorzelle. Und diese Neuorientierung, Umorganisation der Immunzellen, da haben wir in Würzburg sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt und haben also die Entwicklung, das muss man wirklich immer, kann man auch stolz sagen, die Entwicklung dieser bispezifischen Antikörper ist vor allem in Würzburg letztendlich umgesetzt worden. Wir haben bei vielen Tumorerkrankungen inzwischen solche bispezifischen Antikörper, aber waren natürlich sehr gespannt, was die beim multiplen Myelom bringen. Wieder mal ein Beispiel, was so eine neue Immuntherapie erreichen kann. Wiederum Patient hier intensiv vorbehandelt, zweimal Transplantation, dann hat er einen Rückfall bekommen, dann hat er Revlimid-Dexamethason bekommen, dann Elotuzumab, Revlimid-Dexamethason, dann Pomalidomid und irgendwann Mandaratumumab, hat sozusagen auch alles durch und dann hat er diesen neuen Antikörper gekriegt und innerhalb weniger Tage ist der Patient in die komplette Remission gekommen. Es war nicht bei allen Patienten so, aber bei der Dosis, die man jetzt definiert hat als die beste Dosis für diesen bispezifischen Antikörper, war, obwohl die Patienten massiv vorbehandelt waren, wie der andere Patient, den ich gerade gezeigt habe, 70% Ansprechrate, 50% MRD-negative, stringent complete remission. Wir haben auch einige Patienten, die jetzt mehr als ein Jahr schon krankheitsfrei sind. Da sehen Sie also wiederum was ganz Neues, eine neue Immuntherapie und wir hoffen, dass die jetzt beim Myelom zunehmend weiterentwickelt ist, weiter nach vorne geht und dann wahrscheinlich noch viel effizienter wird als bei fortgeschrittenen Myelom. Und wir sind gerade dabei, eine Studie zu machen, wo man dann diese Substanz vielleicht sogar in der Erstlinie schon mal einsetzt. Wiederum mit dem Ziel, Patienten in eine Superremission zu bringen und hoffentlich auch zu heilen. Die andere Strategie hat Ihnen der Budicek gezeigt, das sind die sogenannten KT-Zellen, da wird jetzt die Immunzelle durch einen Rezeptor sozusagen umprogrammiert. Im Unterschied zum bispezifischen Antikörper ist es eine einmalige Behandlung. Also die Idee ist, einmal den Patienten zu behandeln und dann sind diese Zellen im Körper. Und wie das Ganze aussieht, sehen Sie hier nochmal. Hier ist sozusagen der neue Rezeptor. Da wird wieder eine Immunzelle dadurch umprogrammiert. Normalerweise sieht die Immunzelle mit dem eigenen Rezeptor die jetzt kriegt sie einen neuen Rezeptor eingebaut und dieser Rezeptor wird so ein Fernglas. Also plötzlich sieht die Zelle die Oberflächenstrukturen auf den Tumorzellen, dockt sich dort an und zerstört auch Tumorzellen. Und hier sehen Sie, wie das Ganze letztendlich wirken soll und das haben wir hier beim Myelom-Patienten getestet. Das war also ein Patient, der hat einen Rückfall seines Myeloms, ich nehme zum Beispiel diesen Patienten. Dann hat er hier seine KT-Zellen bekommen. Nach 2 Wochen hat er dann zum ersten Mal angesprochen, hat hier eine partielle Remission erreicht. Nach 1 Monat eine Very Good Partial Remission und nach 5 Monaten dann eine komplette Remission. Das heißt, diese Zellen, die vermehren sich im Körper, patrouillieren durch den Körper und greifen die Tumorzellen an und schalten sie aus. Und das hat, glaube ich, der Unterschied Ihnen auch gezeigt. Das war die Patientin, die das Ganze sozusagen bekannt gemacht hat. Amy Whitehead, 4-jähriges Mädchen, wahrscheinlich 2 Kilo Tumor damals, hat die im Körper gehabt, war auf sämtliche Chemotherapien resistent und machte sich dann zum ersten Mal, hat der Carl June damals sie dann als eine der ersten Patienten mit solchen KT-Zellen behandelt. Und das ist jetzt das Bild nach 6 Jahren, wo das Mädchen tatsächlich krankheitsfrei ist und wahrscheinlich dann natürlich auch. Und das ist so die Idee, dass man mit einer einmaligen Gabe von solchen Zellen in den Tumor heilen kann. Dass das beim Myelom auch funktionieren kann, sehen Sie hier. Bei 7 bis 8 Vortherapien hat man sozusagen 30% der Patienten und 30% der Patienten mit refraktär gegen alles, was der Markt so hergibt. Also da Bombex, Afizumab. Und trotzdem war das Ansprechen in den hohen Dosen von den KT-Zellen fast 100%, 50% komplette Remission. Also eine Art von Remission, die man eigentlich noch nie vorher.
vorher bei so fortgeschrittenen Patienten gesehen hat. Und ich meine, man sieht, dass eben die Patienten doch Rückfälle erleiden, aber bei solch fortgeschrittenen Patienten 12 Monate oder 18 Monate ohne irgendeine Therapie krankheitsfrei, das finde ich schon sensationell. Und wir hatten auch in Würzburg jetzt 2 Patienten behandelt, ein Patient hat auch eine super Remission entwickelt, der war dann 5 bis 6 Monate, der war absolut krankheitsfrei, musste nichts einnehmen, das hat er noch nie vorher in der ganzen Zeit seines Lebens erlebt, hat allerdings dann doch einen Rückfall entwickelt und ist leider dann an den Folgen des Rückfalls letztendlich auch verstorben. Also das ist eine tolle Therapie, die ganz neue Möglichkeiten bietet. Es war der Starpatient aus den USA, ebenfalls weit fortgeschritten, jetzt 3 Jahre nach der KT-Zell-Therapie offensichtlich weiter anhat, eine komplette Remission. Die Frage ist natürlich, wie kann man das Ganze noch besser machen? Und was wir jetzt probieren, ist das eine, dass wir sozusagen diese Patienten, dass man jetzt versucht, diese neue Technologie für viele Tumorerkrankungen, sehen, es gibt fast keine Tumorerkrankung, wo man nicht solche KT-Zellen entwickelt. Das heißt, es ist eine ganz neue Dimension in der Krebstherapie. Und es zeigt Ihnen mal ein Schema, wie die Amerikaner sich das vorstellen, wie das Ganze in der Zukunft aussieht. Da kommt dann die Drohne geflogen mit den KT-Zellen. Der Patient, der rasche noch da. Das hat er mir nämlich gegeben, das fand ich also super. Er hat einfach so ein Händchen für so tolle Slides. Und also da kommt jetzt die KT-Zelle, da unten ist dann der Tumorpatient. Sie sehen, also, dem geht es wirklich nicht gut. Ja. Und hat sehr viele Tumorzellen, das ist ein Allgemeinbefinden, auch sehr beeinträchtigt. Und dann kriegt der Patient sozusagen diese KT-Zellen infundiert. Und was passiert jetzt mit der Infusion der KT-Zellen? Wenn die Tumorzellen ausgeschaltet, der Patient fühlt sich plötzlich viel, viel besser und schwuppdiwupp springt er dann hinter das Geheim. So könnte das sein. Man muss klar sagen, so weit sind wir sicher noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Wir haben sicher das Gefühl. Das ist auch Patienten, das auch bei stark vorbehaltenen super anspricht, dass nur wenig Toxizität, also man sieht eigentlich bei den KT-Zellen, bei den Myelom-Patienten wenig Probleme. Bei anderen KT-Zellen gibt es auch Intensivaufenthalte, da haben wir bei den Myelom-Patienten bisher nicht gewählt. Man sieht eine hohe Ansprechrate, super Ansprechqualität, aber, und das war eben auch bei unserem ersten Patienten und den meisten anderen Patienten in Deutschland bisher, dass es trotz diesem super Ansprechen für eine gewisse Zeit ein Rückfall gibt. Und woran liegt es? Nun, ein Problem ist sicher, wir müssen daran arbeiten, dass wir einfach die Kurve deutlich nach oben setzen. Das ist einerseits dadurch, dass man die KT-Zellen früher einsetzt, die haben wir sehr, sehr, sehr spät eingesetzt. Und wir müssen mehr tun, um die Forschung voranzubringen. Ich weiß nicht, ob das Herr Kulitschek gezeigt hat. Wenn man leider die Weltkarte anschaut, wo KT-Zellen geforscht werden, da sind die Europäer, also von 435 Studien zu KT-Zellen, sind gerade mal 34 in Europa. Und vorne liegt nicht die USA, die damit weit vor uns liegt, vorne liegt China. China ist das Land, das die meiste Forschung in KT-Zellen steckt. Und wir haben einige Patienten schon auch in Würzburg gesehen, die sich dann in China behandeln lassen. Trotzdem sind wir stolz, wir haben in Würzburg ein tolles Programm für KT-Zellen, das weit über das Myelom hinausgeht. Und ein paar, sagen wir mal, Spezialitäten darf ich nochmal zeigen. Eine Möglichkeit ist, dass man eben, das ist so ein Mechanismus, mit der sich die Tumorzelle den KT-Zellen entzieht, ist, dass er einfach die Oberflächenstruktur runterreguliert. Das heißt also, die KT-Zelle erkennt den Tumor dann nicht mehr und das versucht man dadurch auszugleichen, dass man gegen andere Oberflächenstufen so eine KT-Zelle macht. Und da haben wir eine sehr schöne Studie, die demnächst anlaufen wird, wo wir dann zum ersten Mal auch Patienten, die eben auf die klassischen BCMA-KT-Zellen nicht mehr ansprechen, solche neuen KT-Zellen, die gegen SLAMF7 einsetzen.
So, zusammenfassend, ich hatte Ihnen vorher gesagt, mit Therapien, die wir vor 10 Jahren verfügbar gehabt haben, konnten wir für Patienten, die nicht transplantationsgeeignet sind, 7 Jahre für transplantationsgeeignete Patienten, 12 Jahre Überleben sichern, nicht bei allen, aber im Durchschnitt. Und ich denke, was Sie jetzt gesehen haben, mit den vielen neuen Therapien, auch Immuntherapien, das Überleben und die Heilungschance bereits in naher Zukunft sich weiter dramatisch verbessern. Und wir sagen, gerade die KT-Zellen, die bispezifischen Antikörper, die Zieltherapien, bringen deutliche Veränderungen. Ich hatte ein paar Patienten gezeigt, wo man da wirklich nochmal hat viel bewirken können. Jetzt darf ich Ihnen aber ganz herzlich danken, dass Sie so lange ausgehalten haben. Es freut mich auf Ihre Fragen.